بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute ist Dienstag, liebe Geschwister. Wir fahren fort mit der Reihe über ein Buch, was wir über die Aqidah machen. Wir machen jetzt gerade eine Widerlegungsreihe gegen die Khawarij und die Takfiris und haben schon, ich denke, 3 oder 4 Unterrichte gemacht. Heute, bi'idhnillah as-sami' al-alim, fahren wir fort und es geht hauptsächlich bei dieser Unterrichtsreihe darum, dass man den Scheinargumenten entgegentritt, die keine neuen Scheinargumente sind, sondern die aus den Gräbern der Älteren, der Vorderen herausgewühlt wurden und seit jeher Zeit, das heißt seit der Zeit der ersten unter den Khawarij bis jetzt immer noch dieselben Argumente sind. Immer noch dieselben Argumente sind, weil sie keine neuen haben, liebe Geschwister. Und wenn wir Khawarij sagen oder Takfiris, dann meinen wir nicht jeden damit. Es kann sein, dass jemand ein paar Gedanken hat, die in dieser Richtung gehen. Diese Leute meinen wir nicht. Wir meinen Leute, die mit Sicherheit genau wissen, dass sie Unrecht haben und dass die Grundlagen anders sind als die, wie sie sie uns zeigen möchten und den Takfir ohne Probleme wahllos über die Muslime sprechen. Heutzutage regen sich Leute auf, die sagen, warum nennst du uns Khawarij oder Takfiris und die machen Takfir mit uns. Ja, wie sollen wir euch nennen? Aus welchem Grund macht ihr Takfir mit uns? Habt ihr gesehen, dass wir großen Kufr gemacht haben oder dass wir großen Schirk gemacht haben? Habt ihr das gesehen? Nein, die machen einfach Takfir und wundern sich, warum du die dann Takfiris oder Khawarij nennst. Und manche betiteln dich mit anderen Wörtern, aber sie sind von dieser Richtung. Murji'a und so weiter. Wir werden auf diese ganzen Scheinargumente kommen, bi'idhnillah ta'ala, zu sprechen kommen. Daher, liebe Geschwister, ist die Sache erstmal so, dass man jemanden nicht einfach mit irgendwelchen Titeln bezeichnen kann. Das ist klar. Aber wen meinen wir? Das muss man uns fragen. Wir meinen diejenigen, die ganz klar den Weg der Khawarij haben. Und wir haben das schon das letzte Mal und die letzten Unterrichte auch klar gemacht, wen wir damit meinen. Wir meinen nicht jeden. Es kann sein, dass heute einer kommt und der ist ein bisschen, yani, Muhammad sagen wir auf Arabisch, der ist ein bisschen motiviert, übermotiviert. Und dann hat er vielleicht so ein paar Gedanken, aber er praktiziert das nicht richtig. Den meinen wir gar nicht. Wir meinen Leute, die wahrlich die Aqida von den Khawarij haben. Und darauf sind wir auch zu sprechen gekommen und haben gesagt, was ihre Eigenschaften sind, liebe Geschwister. Und heute, bi'idhnillah ta'ala, reden wir über ein weiteres Argument, was sich die Khawarij und Takfiris zu eigen gemacht haben, um damit viel, viel Unheil anzurichten, und zwar Al-Udhru Bil-Jahl, über das Entschuldigen bei Unwissenheit. Kann es jemanden geben, der etwas Falsches tut, sei es auch von den Taten, die einem aus dem Islam herausbringen, und dieser ist trotzdem in unserer Religion entschuldigt? Darüber wollen wir heute reden, bi'idhnillah ta'ala. Kein unwichtiges Thema, ein großes Thema. Und wie ich das auch immer vorweg gesagt habe, liebe Geschwister, auch das letzte Mal, als wir über Al-Kufr bit Tarut gesprochen haben, wir können diese gewaltigen, riesigen Themen, die wahrlich Themen sind, wo man zig Unterrichtsreihen darüber machen kann, wir können das nicht in der Fülle behandeln, sondern wir versuchen, einen Auszug zu geben und deutlich zu zeigen, wie diejenigen von den Khawarij und den Takfiris diese Themen was missbrauchen, um die Muslime vom Islam auszuschließen. Darum geht es uns in erster Linie. Deswegen heißt ja auch die Reihe Scheinargumente und Widerlegung. Alles andere haben wir schon in den Aqida-Unterrichten zahlreich behandelt. Das heißt, wer mehr Informationen haben möchte, so kann er auch mehr Informationen bekommen. Auch dieses Thema Al-Udhr Bil-Jahl haben wir auch schon bearbeitet und ausführlich bearbeitet. Daher, liebe Geschwister, hat man immer die Möglichkeit, bi'idhnillah ta'ala, darauf zurückzugreifen, bi'idhnillah ta'ala.
jemand, der sagt, einer, der einen großen Fehler macht, wenn es auch Schirk al-Akbar ist. Schirk al-Akbar ist natürlich was? Hm? Was ist Schirk erstmal? Na? Bitte? Richtig, sehr gut. Und wenn wir sagen al-Akbar, es gibt dann nicht nur al-Akbar, es gibt auch al-Asra, den großen und den sehr gut. Der große Schirk unterscheidet sich vom kleinen Schirk. Der große Schirk hat unter anderem das Charakteristikum, dass jemand, der den großen Schirk macht, allgemein sich vom Islam ausgeschlossen hat. Das heißt, er ist kein Muslim mehr. Genauso der große Kuffer. Es gibt den großen Kuffer, es gibt den kleinen Kuffer. Es gibt den großen Fisk und es gibt den kleinen. Es gibt den großen Dhulm, es gibt den kleinen. Das ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und manchmal gebraucht Allah subhanahu wa ta'ala Begriffe für jemanden. Manchmal meint er ein Kafir damit und manchmal ein Sünder. Daher müssen wir immer gucken, in welchem Zusammenhang kommt dieser Begriff, liebe Geschwister. Tayyib. Gibt es eine Entschuldigung bei uns im Islam? Natürlich solltet ihr wissen, diese Religion, die Religion des Islam, ist eine barmherzige Religion. Und wie ich immer wieder wiederhole und gerne wiederhole, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, möge Allah Azza wa Jalla uns nur auf dieser Gruppe befestigen. Im Übrigen, viele schreiben sich dieser Gruppe zu, aber nicht jeder gehört zu ihr. Sie sprechen die Wahrheit. Aber mit der Wahrheit, die sie sprechen, sind sie barmherzig zu den Menschen, zu den Geschöpfen. Das gehört zu unserer Grundlage der Religion, liebe Geschwister. Lasst uns erstmal eine Geschichte hören. Und dieses überliefert bei Bukhari und Muslim. Ein Mann, verzeiht mir, wenn ich manchmal stottere, weil meine Augen sind nicht mehr die besten. Ja? Ehrlich gesagt, ich muss eigentlich eine Lesebrille tragen. Aber ich mache Dua, dass Allah mir meine Augen verbessert. Ich mag keine Brille. Ein Mann hatte in seinem ganzen Leben nichts Gutes gemacht. Was heißt nichts Gutes gemacht? Nichts Gutes an Taten. Und als er starb, hat er befohlen, wen befohlen? Seinen Kindern, ihn zu verbrennen und die Hälfte von seiner Asche, die nach dem Verbrennen entstanden wäre, über Land und über das Meer zu werfen. Das heißt, zu verstreuen. Und er sagte bei Allah, wenn Allah in der Lage dazu ist, mich wieder zusammenzubringen, so wird er mich bestrafen, wie er keinen anderen bestraft. Da befahl Allah subhanahu wa ta'ala dem Meer und der Erde, alles zusammenzuführen. Und dann sprach er zu dem Mann, als dieser Mann gestorben ist und Allah azza wa jalla seine Seele genommen hat, warum hast du dieses getan? So antwortete der Mann, aus Furcht vor dir, und du weißt es am besten. Da hat Allah Azza wa Jal ihm vergeben. Eine Geschichte, die viele, viele Fawaid enthält, aber wir können leider nicht jeden Nutzen aus dieser Geschichte ziehen. Erstmal wollen wir die Fakten klären. Dieser Mann, liebe Geschwister, hat zu einer Zeit gelebt und dieser hat zu seinen Kindern gesagt, nichts Gutes gemacht. Also, ich weiß nur, dass die Strafe mich erwartet. Aber wenn ich mich verbrennen lasse und alles verstreuen lasse, wenn Allah mich zurückbringen kann, jetzt haben wir schon mal das erste Problem. Was ist, wenn Allah mich zurückbringen kann? Na? Ich will euch hören. Wenn Allah mich zurückbringen kann, was bedeutet diese Aussage in der Konsequenz? Na? Zweifel an was? An der Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch gleichzeitig an der, alaikum salam, an der Wiederauferstehung. Wenn er mich zurückbringen kann, ohne Zweifel, ist das großer Kuffer. Haben die Gelehrten alle darüber übereingestimmt? Natürlich. So wird er mich bestrafen, wie er niemanden zuvor bestraft hat. Und als Allah azza wa jalla ihn gefragt hat, warum hast du dieses getan, so sagte er aus
Furcht vor dir, ja Allah. Hören wir, was Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagte über diesen Hadith. Er sagte, ich dachte immer wieder an diesen Hadith. Und Sheikhul Islam hat diesen Hadith immer wieder angeführt, um das zu beweisen, was er hier jetzt auch in diesem Fall bewiesen hat. Und manche Leute haben versucht, diesen Hadith krumm zu machen. Und ihr solltet wissen, das ist die Eigenschaft von manchen Leuten. Wenn ein Hadith klar gegen dem spricht, was sie in ihren Köpfen haben, wie zum Beispiel die Ahbash, die wollen nicht, dass du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron. Da haben wir eine Überlieferung bei Imam Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu der Sklavin sagte, Aina Allah, wo ist Allah? Sie sagte, Fissama. Fissama heißt hier nicht im Himmel, sondern über dem Himmel, nach Übereinstimmung aller Gelehrten von Ahlus Sunnah, nicht von Ahbash. Tayyib. Dann fingen sie an, weil dieser Hadith ihnen nicht in den Kram passt, zu sagen, der ist da'if, schwach. Überlegt man Habashi, der gestern Drogen verkauft hat und in die Moschee kommt, auf einmal urteilt er über Hadithlehre. Der sagt, der Hadith bei Imam Muslim ist schwach. Dein Aql ist schwach. Nichts anderes. Wallahi, dein Aql ist schwach. Deswegen, ja, manche Sachen passen anderen nicht in den Kram. Hier haben sie versucht zu interpretieren, ja, das war doch damals und dies und das. Wenn diese Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal den früheren Nationen entgegengebracht wurde, dann nicht der Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet, der Hadith ist klar. Und Sheikhul Islam sagte, dieser Mann hatte Zweifel an der Macht Allahs und an der Wiederauferstehung. Und er sagt, das aber ist nach übereinstimmender Meinung aller Muslime Kufr. Hier haben wir schon mal das erste Problem. Die Leute, die übereifrig sind, argumentieren falsch. Natürlich, wenn wir über Takfir reden, dann sagen wir sowieso, man kann nur Takfir machen in einer Sache, wo die Beweise klar sind. Beweise klar, was meinen wir damit? Wo es übereinstimmende Übereinkunft unter den Gelehrten gibt. Du kannst nicht Takfir machen in einer Mas'ala und andere sagen, ja, die müssen auch hier Takfir machen, in einer Mas'ala, die unter den Gelehrten was umstritten ist. Das kannst du nicht machen. Deswegen, hier in diesem Fall, ist das eine übereinstimmende Meinung aller Gelehrten. Kein Gelehrter hat gesagt, wenn jemand an die Macht zweifelt von Allah Azza wa Jal, oder wenn jemand an die Wiederauferstehung zweifelt, dass er noch ein Muslim ist. Kein Gelehrter hat das gesagt. So, jetzt ist das Problem, wie kommen die Leute und sagen, sie sagen dir, schau mal, das ist doch eine übereinstimmende Meinung aller Gelehrten. Ist ja richtig, das hat doch auch Sheikhul Islam erwähnt. Was sagte Sheikhul Islam? Dieser Mann ist ein Mu'min, obwohl er den Schirk gemacht hat, denn er war unwissend und damit entschuldigt. Bitte eine Sache verstehen. Jetzt, was ist der falsche Gedanke von vielen Leuten, die diesem Weg, den irregehenden Weg führen oder den irregehenden Weg folgen? Der denkt, weil die Ulama hier eine übereinstimmende Meinung haben, was kann er dann sofort machen? Was kann er sofort machen? Den Takfir. Und deswegen brauchen wir jetzt das Wissen, was wir in den vorigen Unterrichten gelernt haben. Wir haben gesagt, dass wenn jemand Schirk macht, noch lange kein Muschrik wird. Und wenn jemand Kufr macht, dann heißt es noch lange nicht, das kann heißen, aber es heißt noch lange nicht, dass er Kafir geworden ist. Tayyib. Eine Frage an die Takfiris und Khawarij. Stimmt ihr mit uns hier überein? Wenn ihr hier nicht mit uns übereinstimmt, dann habt ihr euch wirklich sehr lächerlich gemacht. Denn das ist Ittifaq von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Das heißt, die Shurut und die Mawani', das haben wir alles schon durchgearbeitet. Die Bedingung, dass wenn man sagt, okay, der hat eine Tat vom Kufr gemacht, dann heißt es noch lange nicht, dass er Kafir geworden ist, sondern es werden erstmal die Bedingungen aus dem Weg geräumt und die Mawani' bedeutet die Hindernisse. Es ist kein Problem zu sagen, derjenige, der an die Wiederauferstehung oder an der Macht Allahs Azza wa Jal zweifelt, dieser ist ein Kafir. Das ist überhaupt kein Problem.
Aber was ist unser Problem mit diesen Leuten? Dass sie was machen? Dass sie speziell den Takfir auf diese Person machen. Tayyib, wenn wir jetzt darüber reden, über dieses Thema, warum wird diesem Mann vergeben von Allah, nicht von irgendjemandem, von Allah. Nicht von Sheikh XY, von Allah. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, hat verboten, bestimmte Dinge zu machen, wie Kufr und Schirk und so weiter und so fort. Wie kann Allah azzawajal ihn dann entschuldigen? Die Sache ist klar. Weil dieser Mann nach unserer Religion entschuldigt wird. Ganz einfach. Subhanallah, Aisha radiallahu anha, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, sie sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, مهما يكتم الناس يعلمه الله. Egal, oder was auch immer die Menschen verbergen, verborgen machen, weiß Allah darüber Bescheid? Was ist das für eine Frage? Bitte, was ist das für eine Frage? Was auch immer die Menschen verbergen, مهما يكتم الناس, was auch immer die Menschen verbergen, يعلمه الله, weiß Allah darüber Bescheid? Sind das Dinge, über die wir reden, sind das verborgene Sachen der Religion oder offenkundige Sachen? Macht Allahs, Wiederauferstehung Allahs, sind das Dinge, die verborgen sind oder die klar sind in unserer Religion? Klar. Über was fragt Aisha radiallahu anha? Aha, alles was wir tun, im Versteckten, weiß Allah darüber Bescheid? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er gesagt? Oh meine Ehefrau, jetzt bist du eine Kafira, und hat gelacht. Er sagte, na'am, ja, Allah weiß darüber Bescheid. Sheikhul Islam kommentiert, er sagt, und das ist die Mutter der Gläubigen, sie wusste über diese Sache nicht Bescheid und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht des Unglaubens bezichtigt. Rede ich über mich, über Abul Bara? Sowieso, ich weiß, dass die Leute mich hassen. Aber rede ich jetzt über mich oder komme ich mit Fakten? Ich komme mit Fakten. Diese Person, nochmal, Sheikhul Islam, hat diesen Hadith immer angeführt. Warum? Weil er auch in diesem Bab, in diesem Kapitel hereinpasst. Wie gesagt, es gab Leute, die haben versucht, das zu verdrehen und so weiter und so fort. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, unsere Gelehrten sind nicht Leute, die herumspielen und unwissend sind über das, was sie sagen. Daher, liebe Geschwister, ist die Sache so, dass dieser Hadith klar belegt, dass es eine Entschuldigung für jemanden gibt, wenn er auch den großen Kufr oder Schirk macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich möchte nicht zu lang ausschweifen, weil wir haben viele Themen, die wir heute besprechen müssen. Allah azza wa jal sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. In Surat al-Isra, wir werden nicht eher bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Was heißt das? Bis wir einen Gesandten geschickt haben, das heißt, Allah Azza wa Jal redet hier über die Risala, über die Botschaft. Was ist al-Asl in der Botschaft nach dieser Ayah? Was ist die Grundlage in dieser Botschaft? Hä? Allah bestraft nicht, bis zu ihm das Wissen gekommen ist. Das steckt doch in dieser Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, Surat An-Nisa, ich denke, das ist die Ayah 165. Allah Azza wa Jal sagt, Rusulam mubashirina wa munzirin, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Es sind Gesandte, die frohe Boten, das heißt, die Gutes überbringen, die frohe Botschaften überbringen, und die auch Warner sind, damit die Menschen vor Allah, wenn sie vor ihm stehen, keine was mehr haben. Kein Argument, keine Ausrede mehr haben. Das heißt, wozu sind die Gesandten geschickt worden? Genau deswegen. Wenn Allah sofort bestrafen wollte, könnte er es? Dann braucht er nicht wen zu schicken. Und das ist al-Asl, liebe Geschwister, in diesem Thema. Dass Allah Azza wa Jalla entschuldigt. Ich will jetzt nicht über alle Ayat reden, auch nicht über alle Hadithe. Und sogar haben wir einen Hadith, den ich auch noch gerne anführen möchte, wo, liebe Geschwister, auch klar wird, dass der
Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einer bestimmten Gegebenheit jemanden nicht aus dem Islam ausgeschlossen hat. Ein Mann, er begann einmal die Zakat zu verteilen. Okay? Und dann kam eine Person, der hieß Abu Jahm, er hat ihn geschlagen. Und seine Leute gingen daraufhin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten: Rache, o Gesandter Allahs, wir werden uns rächen. Er antwortete: Ihr bekommt so und so viel. Das heißt, einer von den Sahaba hat einer von diesen Stamm etwas angetan. Dann haben sie gesagt: Wir werden Rache. Der Prophet sallallahu hat gesagt: Ich werde euch beruhigen, ihr bekommt so und so viel. Sie waren damit aber nicht einverstanden. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Okay, dann bekommt ihr so und so viel. Und dann haben sie dem zugestimmt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich werde jetzt zu den Leuten allesamt sprechen und ihnen mitteilen, dass ihr damit einverstanden seid, was wir untereinander ausgemacht haben. Sie sagten: Okay. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach daraufhin zu den Menschen und sagte: Diese Leute sind zu mir gekommen, die sich rächen wollten, weil sie Rache gefordert haben. Und ich habe ihnen darum so und so viel geboten, und sie sind einverstanden damit. Dann antworteten diese Leute: Nein, wir waren niemals damit einverstanden. Das heißt, was haben sie gemacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ihn der Lüge bezichtigt. Was ist das? Kleiner Schirk? Kleiner Kuffer? Die haben ihn der Lüge bezichtigt. Sie sagten: Nein. Die Muhajirun haben sich schon bereit gemacht unter den Sahaba. Dann befahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sie etwas unterlassen sollten, was sie nicht machen sollten. Und sie gehorchten ihm, die Sahaba radiallahu anhum. Dann rief er die Männer nochmal zu sich, die Nein gesagt haben. Und er erhöhte den Betrag. Ihr kriegt nochmal eins drauf. Und fragte: Seid ihr damit einverstanden? Und sie sagten: Ja. Er sagte: Ich werde zu ihnen sprechen und ihnen sagen, dass ihr damit einverstanden seid. Dann waren sie damit einverstanden. Hat er sie als Kuffar bezeichnet? Nein. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad, wenn ich mich nicht irre. Bei Imam Ahmad. Tayyib. Ist jede Tat, die man macht, auch gleich das Ergebnis, was einige Leute denken? Antwort: Nein. Jetzt gibt es Leute, die sagen dir: Schau mal, was er den Menschen beibringt. Der bringt den Menschen bei, dass sie besser unwissend sind als wissend. Dann sagen wir: Eure Aussage ist Unwissenheit, Jahl. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Ibn Majah: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Das Streben nach Wissen ist verpflichtend für jeden Muslim. Wenn jemand jetzt das Wissen unterlässt, wird er bei Allah azza wa jal zur Rechenschaft gezogen? Antwort muss sein von euch, wenn ihr zu den Tullabul ilm gehören wollt: Allgemein ja, außer eine Person befindet sich an einem Ort, wo es kein Wissen gibt. Wenn er sich an so einem Ort befindet, wird er zur Rechenschaft gezogen? Natürlich nicht. Das ist im Übrigen Ijma' von den Gelehrten. Das heißt, dieser Mann, der das Wissen vernachlässigt hat, diese Frau, die das Wissen vernachlässigt hat und Schirk oder Kufr machen, werden für was belangt, wenn sie unwissend sind? Für was? Dafür, dass sie nachlässig waren im Streben nach dem Wissen. Dafür werden sie belangt. Nicht aber für die Unwissenheit von der Sache, die sie gemacht haben. Mafhum? Das heißt, diese Aussage, ist sie gerechtfertigt? Ja, dann kann ich ein Jahil sein. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befiehlt, das Wissen ist verpflichtend für einen jeden Muslim. Wie kannst du dann sagen: La hawla wa la quwwata illa billah, dann bleibe ich lieber ein Jahil? Damit widersetzt du dich wem? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schau mal, das ist eine Widerlegung für ihn an uns, obwohl er selber sich damit Probleme macht mit dieser Aussage, weil er widerspricht jetzt wem? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nummer eins. Nummer zwei: Gibt es Gelehrte, die gesagt haben, Unwissenheit wird nicht entschuldigt? Ja, aber nicht so, wie die Khawarij und Takfiris das verstehen. Es gibt Gelehrte, richtig. Aber das ist nicht unsere Ansicht.
Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, die haben klar in ihren Büchern festgemacht. Und wenn ich sage Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab und Sheikh al-Islam, ich habe das schon mal erklärt, warum ich diese beiden Gelehrte nenne. Warum? Weil sie sagen, sie nehmen von ihnen das Wissen. Sie behaupten. Im Übrigen, das ist eine Ermahnung an mich und euch, liebe Geschwister. Wenn du den Madhhab von einem Gelehrten herausfinden möchtest, dann reicht es nicht, dass du manchmal nur eine knackige Aussage von ihm liest. Das reicht nicht. Sondern du musst seine Schriften zusammensammeln, denn manchmal hat er an einer Stelle eine Sache kurz beantwortet und an einer anderen Stelle was? Detaillierter. Und was ist dann für dich nützlicher? Die detaillierte Beschreibung, weil du hier klar weißt, was er letztendlich damit meinte. Aber was machen diese Leute? PDF-Dateien. Ziehen sie einen Satz raus oder zwei Sätze raus. Die kennen die Bücher gar nicht von diesen Gelehrten. Und dann sagt er, Sheikh al-Islam hat die und die Haltung gehabt. Und jetzt hier auch zum Beispiel über Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wenn man manche Sätze von ihm liest, dann denkt man, dieser hat total die Unwissenheit nicht entschuldigt. Das stimmt, wenn man den äußeren Wortlaut so liest, könnte man das denken. Aber Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hat das von einer anderen Sicht gemeint. Welcher anderen Sicht? Dass wenn jemand wirklich gar keine Möglichkeit hatte, sich Wissen anzueignen, dann hat er ein anderes Urteil bei Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, als wenn eine Person die Möglichkeit hatte, sich Wissen anzueignen. Das ist klar. Und das haben wir immer wieder gesagt, liebe Geschwister. Und ihr kennt unsere Aussagen. Einer, der in Mekka lebt, der jeden Tag Ayat hört, der jeden Tag Hadith hört, der die Aussagen der Gelehrten kennt, er hört sie ja praktisch vom Balkon aus. Ist er wie eine Person, der irgendwo lebt, sei es auch Deutschland? Weil manche denken, Deutschland ist ein Land wie Mekka oder Medina. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wie? Sind nicht die Leute des Wissens hier bekannt in Deutschland? Erstmal, es gibt nicht so viele Leute des Wissens. Und die, die Wissen sind, können auch nicht 5 oder 6 Millionen Menschen bedienen. Oder mehr. Wie viele Muslime gibt es hier in Deutschland? Na? Wer weiß das? Wer hört viel Radio? 4 Millionen, ja? 4 Millionen? Nee, nee, mehr. Die Araber, jeder hat 6, 7 Kinder. Da muss schon mehr sein. Auf jeden Fall. Kannst du nicht erwarten, dass jeder diese wissenden Leute kennt? Also mit wissend meine ich relativ wissend gegenüber den Gelehrten in bestimmten Ländern natürlich unwissend. Aber ich meine jetzt relativ wissend, die schon ein paar Grundlagen übermitteln können. Du kannst das nicht erwarten, dass in Deutschland die Leute... Geh mal und mach mal eine Umfrage unter den Leuten, die Muslime sind. Frag mal, was ist das Urteil über das Gebet? Was denkt ihr, wie die meisten antworten werden? Das, was ihr wisst? Oder schon was ganz anderes? Was ganz anderes. Fragt mal eine ganz leichte Frage. Was sind die 5 Säulen des Islam? Irgendwelche Muslime, die auf der Straße sind. Was denkt ihr, wird die Antwort sein? Zufriedenstellend oder nicht? Mit Sicherheit nicht. Deswegen, über was reden wir hier? Das ist doch nicht wie an einem Ort, der geschützt ist und wo die Ulama zahlreich vorhanden sind und ihre Unterrichte abhalten und der Tauhid in diesem Land verbreitet wird. Das sollte man erstmal verstehen. Es gibt also einen Meinungsunterschied der Gelehrten bezüglich der Entschuldigung bei Unwissenheit. Ja, es gibt es. Ich habe gesagt, unsere Ansicht ist, dass wir sagen, es gibt eine Entschuldigung bei Unwissenheit. Es gibt Gelehrte, die sagen, es gibt keine Entschuldigung bei Unwissenheit, aber selbst diese Gelehrte entschuldigen. Wie? Weil es Ijma gibt, dass derjenige, der neu den Islam annimmt und derjenige, der fernab von den Menschen wohnt, das ist Ijma unter den Gelehrten, dass dieser entschuldigt wird. Also gibt es auch bei Ihnen Entschuldigung? Es gibt auch bei Ihnen Entschuldigung. Nummer 1. Nummer 2. Wir akzeptieren das, Alhamdulillah, dass manche Gelehrte gesagt haben, es gibt keine Entschuldigung bei Unwissenheit. Wir akzeptieren das, kein Problem. Und sie sagen allgemein, derjenige, der aus Unwissenheit
den klaren Kufr, den klaren Schirk gemacht hat, ist auch ein solcher geworden. Allgemein haben sie das gesagt. Nicht was speziell. Und hier haben wir ein anderes Problem mit unseren Freunden, über die wir gerade die Widerlegung machen. Sie denken, wenn ein Gelehrter, und ich werde gleich ein Beispiel bringen, wenn ein Gelehrter sagt, derjenige, der aus Unwissenheit großen Kufr oder großen Schirk in einer klaren Mas'ala gemacht hat, dieser ist kein Muslim mehr. Was haben sie mit dieser Aussage gemacht? Sie haben sie auf die Personen übertragen. Und einige der Gelehrten sagen, dass man bei Unwissenheit nicht entschuldigt. Auch zum Beispiel Sheikh Al-Ghunayman, Sheikh Abdulaziz Al-Rajihi, Sheikh Saleh Al-Fawzan und so weiter und so fort. Aber schaut mal, Sheikh Al-Ghunayman, Hafizullah, er hat einmal einen Dars gemacht. Dieser Dars ging um Al-Udhru Bil-Jahl, dass man bei Unwissenheit entschuldigt ist oder nicht. Dann hat er eine Aussage gemacht und an diesem Tag gab es ein paar Brüder aus Kuwait, die waren da gewesen, anwesend. Dann haben sie die Wörter so getragen, wie sie sie gehört haben vom Sheikh und haben angefangen, alle in Kuwait zu Kuffar zu erklären. Daraufhin ist der Sheikh öffentlich rausgegangen und hat ein Bayan gemacht, Klarstellung gemacht, dass diese Leute Allah fürchten sollen und seine Wörter missbraucht haben. Subhanallah, er sagt doch, es gibt keine Unwissenheit, es gibt keine Entschuldigung bei Unwissenheit. Ja, aber was meinte er damit? Dieser ist allgemein ein Kafir. Was haben aber die Leute mit seiner Aussage gemacht? Sie sind auf den speziellen Takfir gegangen. Und er war so zornig und er hat ihnen gesagt, ihr sollt das sofort unterlassen. Das, was ihr sagt, ist die Akida von Khawarij und Takfiris. Von Khawarij und Takfiris. Ya Akhwa Barakallahu Fikum. Wallahi, ich frage mich selber, warum kriegen sie das nicht gebacken? Zwei Sachen nur zu lernen. Nicht jeder, der in den Kuffer fällt, ist automatisch ein Käfer. Warum kriegt man das nicht in seinen Kopf herein? Ich sage euch warum. Weil man das auch gar nicht möchte. Man möchte diesen Machtstempel in der Hand halten und sagen, Käfer oder nicht Käfer. Darum geht es. Weil ich habe euch auch gesagt, über die Khawarij und Takfiris, sie erklären sich selber immer für rein und beschuldigen andere Leute. Du hast niemals eine Entschuldigung. Sie aber, wenn sie zum Gericht gehen, wenn sie einen Anwalt nehmen, das habe ich das letzte Mal besprochen, dann sind sie natürlich hier entschuldigt. Warum sind sie entschuldigt? Weil sie eine andere Rasse sind als wir und weil sie eine andere Religion haben als wir. Ich hoffe, man versteht die Wörter, die ich meine. Sie sehen sich wirklich anders als du und ich. Und sie sehen auch sowieso nicht jeden als Muslim. Bevor du deinen Islam bestätigst, musst du erstmal was? Einen Fragebogen ausfüllen. Sie selber bezichtigen uns mit einem Urteil und sie sind die Mubtadi'a. Gibt es so etwas bei uns im Islam, dass jemand einen Fragebogen ausfüllen muss? Ihr wisst schon, was ich meine. Dass er bestimmte Fragen beantworten muss, damit sie ihn akzeptieren. Gibt es sowas bei uns in der Religion? A'udhu billah. Wir haben eine Regel in der Religion. Al-Yaqinu la yazulu bishak. Die Gewissheit wird nicht durch Zweifel aufgehoben. Wenn wir sehen, dass jemand mit Gewissheit ein Muslim ist, dann können wir ihn auch nur mit Gewissheit aus dem Islam ausschließen. Daher, ja, Ikhwa, Barakallahu fikum, ich habe jetzt die Sache nicht groß behandelt, Al-Udhru Bil-Jahl. Aber die Sache ist klar unter manchen Gelehrten, die dieser Ansicht folgen. Und sie sagen, Al-Asl in der Risala, der Ursprung in der Botschaft ist, dass man entschuldigt wird. Wir haben die einige der Beweise angeführt. Und die anderen sagen nein. Aber die, die sagen nein, nochmal, meinen nicht den speziellen Takfir. Schlusspunkt aus, fertig. Glaubt ihr, wir hätten mit den Leuten Probleme, wenn sie hier Stopp machen würden? Antwort, nein. Weil auch edle Gelehrte diese Ansicht haben. Wenn wir auch nicht dieser Ansicht folgen. Wir folgen der Ansicht von Sheikh al-Islam und von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab und so weiter und so fort. Aber trotzdem sagen wir, das sind edle Gelehrte. Aber diese edlen Gelehrte, weil sie edel sind, hört zu, und ich spreche mit den Leuten, die auch immer unsere Unterrichte gucken, damit sie nach einem Fehler suchen. Möge Allah azawajal euch mit euren Fehlern aufdecken. Alhamdulillah, meine Aqida ist klar, ich verstecke nichts.
Und ich schmeichle auch nicht den Menschen, wie manche, walayadu billah, unter diesen Möchtegern-Duat gesagt haben, er hat sich vom Staat beeinflussen lassen. Wallahi, diese Aussage wirst du vor Allah tragen. Diese Aussage wirst du vor Allah tragen. Und dann werden wir uns begegnen bei Allah, ob wir uns, subhanallah, warum habe ich Probleme hier? Weil ich das sage, was den Kuffar gefällt? Habe ich deswegen die Probleme hier in diesem Land? Ich meine, diese Leute, Wallahi, die suchen nur nach einer Sache, um dich zu entwürdigen, dich schlecht zu machen und danach, dass die Leute vor dir was gewarnt sind und sie nichts mehr von dir nehmen. Aber Alhamdulillah, wir sagen euch, der Risk ist in der Hand von Allah Azza wa Jal. Der Risk ist von, und ihr könnt das einem nicht nehmen. Wenn Allah will, dass diese Person gehört wird, wird sie gehört. Wenn Allah will, dass diese Person nicht gehört wird, wird sie nicht gehört. Das ist nur Fadlullah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Deswegen, bevor ihr andere schlecht macht, solltet ihr in euch gehen und darüber nachdenken, dass ihr nur Fitna stiften wollt. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren vor diesen Leuten, liebe Geschwister. Trotzdem bitten wir Allah Azza wa Jal um Vergebung und Entschuldigung für diese Leute. Möge Allah Azza wa Jal ihnen vergeben. Tay. Was ist jetzt mit dieser Risala? Eine Person hat etwas gemacht, was großer Schirk oder großer Kufr ist. Was ist jetzt? Diese Person wird jetzt belehrt. Diese Belehrung heißt Iqamatul Hujja. Das heißt, man kommt mit den Beweisen zu ihm und macht ihm die Sache klar nach dem Beweis aus der Surah, in Surat An-Nisa, wo Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Und wer dem Propheten entgegenwirkt, etwas Gegensätzliches zu dem macht, womit der Prophet gekommen ist, alayhi salatu wassalam, so werden wir ihm, und er befolgt einen anderen Weg als den Weg der Gläubigen. Afwan, ich habe das Wichtigste vergessen. Und wer dem Propheten entgegenwirkt, nachdem ihm die Wahrheit klar geworden ist. Nachdem die Wahrheit, was heißt nachdem die Wahrheit klar geworden ist? Die Gelehrten von Ahlus Sunnah haben ein Ijma', alle, ausnahmslos, dass wenn du ein Ausländer die Hujja bringst in arabischer Sprache und er versteht diese Sprache nicht, dann hast du ihm nicht die Hujja gebracht. Ijma. Jetzt aber eine Person, er versteht dich. Was heißt, er versteht dich? Muss er dich verstehen wie Abu Bakr und Omar, so, dass du sagst, die Hujja hat er geliefert bekommen? Die Gelehrten sagen, es reicht, dass er die Hujja versteht wie Abu Jahl. Abu Jahl wusste, was die Wahrheit ist? Ja oder nein? Er wusste es. Aber hat er die Wahrheit angenommen? Und dass er die Hujja, die Belehrung verstehen muss, das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Das ist die Ansicht von Jumhur al-Ulama. Was heißt das? Du erklärst es ihm, kommst mit den offenkundigen Beweisen, dann werden die Dinge abgearbeitet, bedeutet die Hinderungsgründe. Das heißt, er war wissend, wenn er wissend ist, ist es anders, als wenn er unwissend ist. Jahil ist nämlich ein Hinderungsgrund. Und von diesen Punkten ist immer der Gegensatz natürlich. Okay? Jahil ist ein Hinderungsgrund, dass jemand vom Islam ausgeschlossen wird. Man erklärt ihm das. So, jetzt bitte aufpassen. Und wenn er das verstanden hat, aber er lehnt es ab, so ist dieser ein Kafir. Speziell. Mafhum? Aber erst nach was? Nach der Belehrung. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Wir werden nicht eher einen Gesandten schicken, bis... Afwan. Wir werden nicht eher bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Nochmal. Wenn die Iqamatul Hujja ergangen ist und er sie, was? Verstanden hat. Das heißt nicht super genau detailliert, er hat verstanden. Aber auch hier bitte eine Klammer auf, Klammer zu. Es kann Leute geben, der macht eine Iqamatul Hujja mit einer Person.
Aber diese Person hat von Anfang an eine Blockade im Herz, etwas von ihnen anzunehmen. Was meinst du, Abu'l-Bara? Wenn ich euch sage, ich werde morgen einen großen Sufi-Sheikh mitbringen und er wird euch was über die Religion erzählen, werdet ihr von ihm annehmen, ja oder nein? Ja oder nein? Nicht mal sein Tanzen? Gar nichts. Warum nimmt ihr nichts von ihm an, Abdul Qadir? Ja, weil er richtige Akida hat oder falsche Akida? Okay, Baraklofi. Tayyip. Aber genauso wird den Sufis das über uns beigebracht, das sind Wahhabiya. Du darfst ihnen nicht zuhören. Mafhum? Habt ihr verstanden? Gesickert? Diese Leute sehen dich so, wie du sie siehst, nur mit dem Unterschied, du bist auf der Wahrheit, sie sind aber auf dem Irrweg. Er sagt dir, erzähl mir nichts, du Wahhabi. Erzähl mir nichts. Von dir nehme ich sowieso nichts an. Dann kannst du mit 1000 Hujja kommen, das bringt nichts. Ja, Ikhwa, die Gelehrten, die machen uns die Sache klar, so dass wir sie auch verstehen. Und diese Themen sind nicht klein und sind nicht unbedeutend, aber letztendlich, subhanallah, wallahi, die Leute zwingen uns dazu, diese Themen zu machen. Warum? Weil sie diesen Fassad unter den Muslimen verbreiten. Taib nochmal. Unwissenheit, was haben wir gesagt? Entschuldigt jemanden oder nicht? Wir machen eine kurze Wiederholung. Unwissenheit, entschuldigt jemanden oder nicht? Abdullah, mit welchem Grund? Mit welchem Beweis? Ungefähr. Weil der Ursprung der Risala, der Botschaft ist was? Entschuldigung. Wenn Allah strafen wollte, hätte er sofort gestraft. Da braucht er keine Rusul zu schicken und so weiter und so fort. Tayyip. Aber jetzt die Entschuldigung, bedeutet sie absolut? Immer absolut? Antwort: Nein. Jemand, zu dem die Botschaft klar gekommen ist. Was meine ich damit? Und ich wiederhole den Satz, den ich damals wiederholt habe. Es gibt hier Leute, die nennen sich Imame in Berlin, die sagen dir, nachdem sie das vorher nicht gesagt haben, Juden und Christen sind auch Gläubige und kommen in das Paradies. Was ist der Zustand bei diesen Personen? Sie wissen ganz genau, weil wir kennen sie auch, dass das nicht so ist. Dieser ist ein Kafir. Abu'l-Bara, bist du verrückt? Bist du auch Takfiri geworden? Wallahi, nein. Hört, was Sheikh al-Islam sagte, rahimullah ta'ala. Einmal haben die Jahmiya mit ihm diskutiert. Dazu kommen wir noch, wer die Jahmiya sind und die Murji'a, auch dass die Leute bei uns Murji'a sagen. Dazu kommen wir auch zu diesem Scheinargument. Einmal haben die Jahmiya mit Sheikh al-Islam diskutiert. Jahmiya im Übrigen, die haben eine der übelsten Aqida, wal-iyadu billah. Die sagen, wenn du Allah im Herzen kennst, dann ist das ausreichend. Und sie sagten, der Koran ist erschaffen. Und sie sagten, Allah Azza wa Jal wird man nicht sehen im Paradies und so weiter. A'udhu billah, viele Dinge. Deswegen sagt Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns einige Dinge gelehrt hat, damit wir nicht das Übelste hier in dieser Dunya verbreiten. Sheikh al-Islam, als er mit ihnen diskutiert hat, hat er zu ihnen gesagt, wenn ich dasselbe sagen würde, wie ihr sagt, an Kufr, wäre ich, wenn ich dasselbe sage wie ihr, wäre ich ein Kafir, weil ich Wissen darüber habe, aber ihr, was euch anbelangt, ihr seid entschuldigt, weil ihr unwissend seid. Wenn ich dasselbe sagen würde wie ihr, wäre ich Kafir. Warum? Weil ich darüber Wissen habe. Aber was euch anbelangt, ihr seid entschuldigt, weil ihr unwissend seid. Ist er barmherzig, Sheikh al-Islam? Er ist barmherzig. Überlegt mal, diesen Sheikh, diesen großen Sheikh, missbrauchen sie für ihre widerliche Akida.
Und ihr wisst, wen ich meine. Ich will euch das nochmal an einem klaren Beispiel deutlich machen. Mohammed, was ist das Urteil über jemanden, der am Grab jemand anderen ruft außer Allah? Das ist großer Schirk, richtig? Was ist das Urteil von so einer Person? Okay, sehr gut. Du weißt das mit Gewissheit? Du hast keinen Zweifel darüber? Wenn jetzt Muhammad diese Tat macht, was ist er? Ein Kafir, möge Allah Azzawajal ihn und uns davor beschützen. Mafhum? Okay. Aber eine Person, der ist in so einer Gegend groß geworden, wo Leute zwar wissend waren, aber Ulama us-Su, wer sind Ulama us-Su? Das sind die üblen Gelehrten. Was haben sie den Leuten beigebracht? Nur Schirk und Kufr. Sie gehen zu den Leuten und sagen, wer diesem Wali, das heißt Waliullah, dem dieses Grab hier gehört, wer ihn nicht bittet, der ist der größte Kafir auf Erden. Allah al-Azim, was ich euch sage, ist genau mit diesen Wörtern. Was bekommen die Menschen darauf hin? Was bekommen sie? Angst. Einer hat auch erzählt, hat unserem Sheikh erzählt, er sagte zu ihnen, Wallahi, wir waren in so einer Gegend, wo die Leute uns dieses so beigebracht haben von klein an. Aber ich habe mich dazu gezwungen, weil ich wusste, irgendwas ist nicht richtig daran. Aber ich hatte jetzt auch nicht die klaren Beweise, also bin ich dem gefolgt. Bis wir dann uns an einer Uni angemeldet haben und den Tauhid beigebracht bekommen haben, dann haben wir uns sofort von dieser Sache distanziert. Subhanallah. Überlegt mal, diese Leute sagen, wenn du nicht diesen im Grab bittest, der tot ist, wal'iyadu billah, dann bist du der größte Kafir und damit raus aus dem Islam. Und Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Jinn, wer kennt die Ayah? Dass man niemand anderen bitten darf außer Allah? وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören doch wahrlich Allah, darum ruft neben Allah keinen anderen an. Was sagen ihnen diese Leute? Wer nicht diesen Waliullah, der im Grab ist, wer ihn nicht bittet, der ist ein Kafir geworden. Die Leute bekommen Angst und sind von diesem Gift beeinflusst, den diese meisten Sufis, möge Allah Azzawajal uns vor ihrem Schar bewahren, ihnen einflüstern und danach nehmen die Leute das so an, diese Person hat ein anderes Urteil als du, der jetzt ganz genau weiß, dass die Sache anders ist. Mafhum? Deswegen, wir sagen, wenn jemand der Ansicht folgt, dass man bei Unwissenheit nicht entschuldigt ist, dann spricht man hier nur den allgemeinen Takfir, nicht den speziellen. Okay? Weil manche sagen dir, nein, ich muss ihn so nennen und sein Urteil ist bei Allah. Wie hast du ein anderes Urteil als Allah? Verstehe ich es jetzt gerade nicht. Ich meine, wir können doch nur sagen, wie das Urteil ist, wenn die Sache bei uns klar ist. Und klar bei uns ist, dass wenn jemand etwas tut, dass er auch danach belehrt wird. Und dann erst, wenn er nicht davon abrückt, können wir ihn vom Islam ausschließen. Und so ist unsere Akida. Und das, was ich euch gesagt habe heute, ist alles von Ahlus Sunnah wal Jama'a walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wir betrügen niemanden und verstecken unsere Akida und verstecken irgendwelche Sachen und zeigen den Leuten eine Blumenseite von uns, aber unsere Akida ist eine andere. Alhamdulillah, davor sind wir weit, weit entfernt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Daher, liebe Geschwister, diese riesengewaltige Mas'ala, das heißt Al-Udhru Bil-Jahil, dass man bei Unwissenheit entschuldigt ist. Man ist entschuldigt, nicht absolut, wie wir das schon vorhin genannt haben, aber man ist im Allgemeinen entschuldigt und das ist die Grundlage der Botschaft von allen Propheten, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir werden niemals er bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und jetzt das Allerübelste und damit schließen wir ab. Warum nennen wir sie Khawarij? Passt auf. Das Schlimme ist nicht nur, dass sie sagen, diese Person ist speziell Kafir. Das ist noch nicht alles.
Sie sagen zu denen dann auch Kafir, der ihn entschuldigt. Mafu? Sie sagen dann auch zu dem noch Kafir, der ihn entschuldigt. Bitte sagt mir, ist das nicht die Aqida von Khawarij? Über die Leute, die sich beschweren, die denken, wir nennen jeden Takfir und Khariji. Ist das nicht die Aqida von Khawarij? A'udhu billah. Dass man jemand, der entschuldigt, gehört das, was haben wir gesagt? Das gehört zur Grundlage der Religion. Das gehört zur Grundlage der Religion. Nein, dieser ist ein Kafir, der ist nicht entschuldigt. Und wenn du sagst, der ist entschuldigt, bist du auch noch ein Kafir. Sagt mir bitte, jetzt auch an die Takfiris und Khawarij, wer von Ahlus Sunnah sagt das? Bitte, Herausforderung. Wer von Ahlus Sunnah wal Jama'a sagt, dass du jemanden zwingen kannst, den Kafir nicht als Kafir zu bezeichnen? Den Kafir als, jetzt, wer den Kafir nicht zum Kafir erklärt, ist selber ein Kafir. Wallahi, wer das auf die Muslime überträgt, hat die Aqida von Khawarij. Zum Beispiel, einer sieht zum Beispiel einen Muslim und hört, der hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Okay, ein Takfiri oder Khariji hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Jetzt sagt der Takfiri Khariji, du musst sagen, der ist Kafir. Du sagst, nein, wieso? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht mal, was er gemacht hat. Du musst sagen, er ist Kafir oder du bist selber Kafir. Jetzt nochmal zweite Herausforderung an die Takfiris und Khawarij. Ist das nicht die Aqida von Khawarij? Weil die sagen ja, wir nennen jeden so. Bei Allah, wir nennen nicht jeden so. Und dann wundern sich manche, warum wir sie so nennen. Weil ihr das seid. A'udhu billah. Nicht nur schlimm, dass sie die Sache falsch verstanden haben. Wer ein Kafir nicht zum Kafir erklärt, welche Kuffar haben wir hier gemeint? Al-Asliyun. Das sind die ursprünglichen Kuffar. Jude, Christ, Buddhist, Hinduist, Batachist, was auch immer du willst. Die sind die ursprünglichen. Aber auch diejenigen, die Allah und sein Gesandter vom Islam ausgeschlossen haben. Wie zum Beispiel Abu Jahl, Abu Lahab und so weiter und so fort. Die sind hier gemeint, aber nicht dein Takfir-Gift, dass du einfach wahllos sagst, ja, Bilal ist Kafir, wer nicht sagt, er ist Kafir, die sind alle Kuffar. A'udhu billah. Das ist die Aqida von Khawarij, von niemand anderem. Daher, ihr Ikhwa, barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wenn wir diese Sachen richtig verstanden haben, walhamdulillah rabbil alamin, dann sind wir gefeit vor der Aqida. Nochmal. Wir gehören nicht zu den Übertreibern, aber auch nicht zu den Untertreibern. Und das nächste Mal werden wir weitermachen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.